Stefanie Köhle musste das im vergangenen Winter vor allem wegen ihrer ständigen Begleiter namens Rückenschmerzen. Jetzt war das natürlich die große Aufgabe heuer, dass wir das in den Griff kriegen. Und ich muss sagen, es hat gut funktioniert und ich kann mittlerweile schmerzfrei Skifahren. Und wo ich angefangen habe, habe ich ungefähr nach dem zweiten, dritten Tag Pause gemacht. Mittlerweile kann ich schon vier Tage durchfahren und den Umfang haben wir auch gesteigert. Ich kann bis zu 7 live fahren am Tag und das funktioniert recht gut. Für Eva-Maria Brehm hingegen kommt der Weltcup-Auftakt.